Okay, heute wollte ich mich mal wieder melden. War heute mal von einem ganz coolen anderen Place, Platz, Ort, Entschuldigung, Englisch. Wir befinden uns gerade in Port Stevens an einem wunderschönen Strand, was ihr gerade nicht seht, weil das eher aussieht wie so eine Wüstenlandschaft. Aber ja, nee, weil die haben mal wieder meine ganzen Schichten gecancelt und deswegen habe ich gerade ein bisschen Zeit nochmal gedacht, dass ich mal wieder Dave und Luke besuche. Jetzt chill ich hier gerade ab. Übrigens haben wir es gerade 7:30 oder so. Also ich bin heute 6:30 oder 5:30 oder nee, 6:30, weiß ich nicht. Irgendwann bin ich heute auch aufgestanden. Ja, und jetzt chill ich hier so eine Runde ab, während die gerade surfen sind, weil der Beach ist ein bisschen gefährlich für mich. Ja, ich werde euch da mal so ein bisschen den Ausblick zeigen. Also momentan suche ich übrigens gerade noch nach einer Farm, also ein paar Infos. Sicherheit dann, wenn ich im Januar will, ich die Ostküste weiter hoch. Das heißt, ich fange in Noosa an. Ist ein Stück über Brisbane, damit ihr ein bisschen Orientierung habt, weil bis Brisbane bin ich ja schon gekommen, falls ihr das mitbekommen habt. Ja, und dann werde ich da halt weitermachen und mal ein paar Farmen suchen, weil momentan eine Captain Cook Cruise ist, das Verdienste schon. Aber momentan, also das halt nicht, die haben zu viele Leute eingestellt. Das heißt, du kriegst nicht so viele Schichten. Also da hast du echt mal Glück, wenn man dann mal auf die 40 Stunden in der Woche kommt. Was bei mir bis jetzt nur einmal passiert ist. Ja, also ich werde dann nicht so lange überleben können. Aber ich habe dann ein paar Touren gebucht. Also ich habe dann erstmal ein Bushcamp in Noosa. In Noosa soll übrigens der Surf ganz gut sein. Das heißt, ich werde auch auf jeden Fall ein paar Tage lang ein Board ausleihen. Was noch? Ja, dann eine Fraser Island Tour. Das heißt, es bist du mit dem Jeep unterwegs. Mit 5 Personen. 3 Tage. Kannst halt selber aussuchen, wo du langfährst. Aber im Prinzip ist eine Route vorgegeben. Also ist ziemlich geil, weil du es halt selber dir alles angucken kannst. Eine Segeltour an den Whitsun, das habe ich noch. Plus Schnorcheln im Great Barrier Reef. Und eine Tauchtour. Das heißt, es ist nur ein Tag, aber in Cairns. Was auch ziemlich geil ist. So ein bisschen Schiss habe ich vorm Tauchen. Aber wird schön. Mal sehen, was ich mittendrin noch erlebe, weil ich meine, es ist halt alles immer ein bisschen überraschend, was hier alles so passiert, muss ich sagen, ehrlich gesagt und so. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich im Surfcamp letztes Mal, Alter, das war so verdammt geil, ich hatte noch nie so geilen Surf gehabt, also es war halt wirklich, dass du die Green Waves gekriegt hast die ganze Zeit nur, richtig schön seitwärts dran runter und mit Wasser anfassen und so, das war echt. Ich habe mich da schon ein bisschen gut gefühlt, ja. Ich habe es auch mit Skateboarding probiert, das heißt ein Smoothboard, warte mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also Francis und Skateboard, keine gute Kombination. Mich gleich erstmal hingelegt, das heißt aufs Skateboard drauf, zu viel Gewicht hinten und umgekippt. Jetzt zeige ich euch mal hier die coole Gegend. Das ist wirklich unglaublich geil. Right? Also da ist irgendwie so eine Art, keine Ahnung, was ist das? Es ist halt wie so eine Wüste hier, so ein bisschen. Gibt es noch viel krassere Orte? Ach, Kameralinse. Mal ran zu zoomen. Oh, scheiße, Sand drin. So. Ist halt so ein bisschen wüstenmäßig. So, haben wir hier, wo ich hier gerade hocke. Wollen wir jetzt einmal über diesen Hügel gucken. Da haben wir das Meer. Das heißt, hier sind so ganz viele kleine Inseln, mehr oder weniger. Das ist verdammt cool. So, wie gesagt, es ist noch früh am Morgen. Das heißt, es wird irgendwann noch alles rauskommen, die Sonne und so. Ja, hinter diesem Hügel ist auch nochmal ein Strand, das sieht man gerade nicht. Oh, scheiß Vögel. So einer hat mich mal attackiert übrigens. Dafür ein Aschidinger. Also hätte da gerade mal so ein Bitchfight unter Vögeln. Mensch, was man hier nicht alles schon so erlebt, ne? Ja, die sind ganz schön für den Arsch, die Viecher. Vor allem, wenn sie einen attackieren. Und Dave kommt aus dem Wasser. So. Ja, nee, habt ihr erstmal was von mir gehört? Die wunderschöne Landschaft. Port Stevens beobachtet.
Das ist noch nicht alles, aber ich meine, Fotos sagen das nicht so viel. Ich kann übrigens hochlaufen. Aber ich glaube, ihr hört die ganze. Weiß auch nicht, die Cam hat mich gerade so ein bisschen verlassen. Aus irgendeinem Grund. Ah, was ist das denn? Ja, ordentlich. Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt nochmal einen anderen Strand fahren. Davon kann ich euch dann auch noch ein bisschen was zeigen, wenn ihr das möchtet. Natürlich wollt ihr das. Ihr habt auch keine andere Wahl, weil ich meine, ihr könnt mir nicht mal antworten. Ja. Ich hoffe, dass ich heute auch irgendwann noch zum Surfen komme, aber die Boards, die Dave hat, sind Monte. Die sind einfach zu klein für mich. Und naja, wir gucken mal, ob wir irgendwo was ausleihen können oder so. Größeres. Na denn. Also, vielleicht gibt es nochmal was von einem anderen Beach. Bis dann. So, lass mich was sinken. Also gerade war die Sonne ein bisschen draußen gewesen. Auch nicht. Wir sind jetzt an einem anderen Strand. Wollte bloß nochmal Bescheid sagen. Der ist ein bisschen kleiner. Ja. Aber trotzdem gut. Es sind viele Leute draußen, mehr Bodyboarder als Surfer, weil die Wellen nicht so der Knaller fürs Surfen ist. Aber werden wir mal sehen. Ich werde jetzt hier noch eine Weile rumliegen und mich schön sonnen, während ihr im kalten Winter liegt, schlaft und friert. Und okay, ich bin neidisch auf den Glühwein, muss ich sagen. Aber das ist es auch gewesen. Na, oh, die Sonne. Oh, schau mal. Ah, ja. Wisst ihr, während ihr blass und bleich eingefroren werdet, werde ich schön braun und gesund. Ja. Nee, ihr braucht nicht neidisch sein. Eigentlich schon, aber ihr braucht nicht neidisch sein. Genießt mal euer Winterwunderland. Ist auch schön. Ich werde es nicht glauben, aber ich vermisse den Schnee. Also ich würde gerne mal einen Tag Schnee haben und das war's dann. Also eigentlich vermisse ich ihn nicht wirklich. Naja, ich zeig euch mal kurz den Beach und dann sag ich Tschüss und dann war's das. Hier der Beach. Bam. Ein Stock. Wasser. Wellen. So, nochmal Wellen. Andere Seite vom Beach. So. Ne? Ja, wahrscheinlich das ganze Zoom. Oh. Ich kann nicht mal gerade gucken ohne Sonnenbrille, weil die Sonne so da ist. Oh. Okay, das war genug angegeben, oder? Nee, ich wünsche euch was. Ich vermisse euch alle trotzdem noch absolut gigantisch doll und so. Oh, verdammt. Aber es bekomme ich auch. Fuck! Nichts in der Welt bekomme ich momentan hier weg, ne? Also, ne? Sehr. Nochmal was zum Neidisch machen. Ich habe gerade meinen eigenen kleinen Jacuzzi gefunden hier. Ne? Da wirst du nicht gestört, das Wasser bleibt warm. Naja, okay. Es ist ehrlich gesagt eine schöne Abkühlung, aber auch gut. Und warum filme ich eigentlich immer, wenn die Sonne weg ist? Ich habe keine Ahnung, was nice, oder? So, das war jetzt wirklich das Letzte von mir. Ich werde mich da jetzt noch eine Weile reinchillen. Ich habe jetzt übrigens gerade ein paar Stunden am Strand einfach nur geschlafen. Oh, die Sonne kommt wieder. Wird wahrscheinlich ordentlich braun. Oh, das hättet ihr gerade sehen müssen. Hinter euch war eine Monsterwelle. Ja. Ist ja fast wie Schnee, wenn das so bricht, ne? So. Schnee, es schneit. Hey, die Welle schon. Ja, okay. Ich nehme jetzt ein Eisbad. Bis dann.